vielen Dank für den netten Empfang und willkommen zu einem etwas anderen Konzert. Ein etwas anderes Konzert insofern, wenn man seit 47 Jahren mit Musik unterwegs ist, dann macht man halt irgendwann mal so einen Abend wie heute. Und das Motto heißt ja nicht umsonst, Solo mit euch, mein Leben, meine Musik. Und insofern werde ich zumindest in der ersten Hälfte auch ja, mich eine Menge erinnern und eine Menge erzählen, wie das so war, wie das so anfing. Und zwischendurch kommt dann immer mal so ein Liedchen und dann kommt das Ganze so langsam in Fahrt. Ne? Also, dann lassen wir Sie mal anfangen, unsere Zeitreise mit Liedern und Geschichten. Ja, immerhin ist man ja mit einer Sache unterwegs, die man weder anfassen noch sehen kann. Und dann kommt man irgendwann auf so Fragen, wann hat das eigentlich angefangen? Wann hat dich die Musik das erste Mal so berührt, so angepackt, dass du dachtest, da könnte es lang gehen? Ja, ich erinnere mich, also das war so ungefähr, na, 1956, ich meine, das ist schon einen Augenblick her, ne? Damals sah ich noch ganz anders aus, nämlich so. Also früher James Dean-Einfluss, die Tolle mit Zuckerwasser gerichtet so und der Kragen stand auch nicht zufällig hoch. Naja, und damals gab es so ein Lied, das kam aus Amerika, dort hieß es Sixteen-Tanz. Und als ich das erste Mal hörte, da hielt ich so inne und dachte, oh, das gefällt dir. Ja, ich denke, da ist es dann auch richtig, dieses Lied heute nun mal zu spielen. Und der deutsche Titel, sie hieß Marianne. Jawohl.